in dem Moment habe ich gar nicht viel nachgedacht, ehrlich gesagt. Also das war einfach nur Glückshormone, die da ausgeschüttet wurden, glaube ich. Und ja, jetzt so langsam kapiere ich es gerade. Aber ganz im Ernst, letztendlich war es wichtig, dass wir heute gewonnen haben und dass wir einfach auch, glaube ich, ein ansehnliches Spiel geliefert haben, weil es für uns einfach ein sehr, sehr wichtiger Tag war für den Futsal. Und ich hoffe, wir haben ganz gute Werbung betrieben und das ist noch deutlich wichtiger. Ja, überragendes Gefühl. Also man kann das eigentlich gar nicht wirklich in Worte fassen, wenn da 2100 Leute bei dunklem Licht da irgendwie anfangen zu applaudieren, wenn du in die Halle marschierst. Das ist Wahnsinn gewesen und dann halt auch noch unter den ersten fünf zu stehen, die da quasi beim ersten Pfiff der Nationalmannschaft dann auf dem Platz sind, ist überragend. I think we started slow. I think we started slow in the first half and we started slow in the second half. I think we were defending okay, not the best defensive game we've had, but in possession we didn't quite have enough quality tonight within possession of the ball. So tactically we had a plan, but we didn't execute the plan very well today. Wahnsinn. Ich glaube, das, was heute passiert ist, das haben wir letztendlich auch erwartet. Es hieß ja vorher schon, die Halle wird voll sein und die Stimmung war ja einmalig. Also unglaublich geil, besonders weil es in Hamburg war. War wirklich tolle Stimmung, geil organisiert und dann noch 5-3 zu gewinnen. Wahnsinn einfach. Oh, ich denke einiges, definitiv. Also wir lernen ja permanent, das muss man auch mal sagen. Wir stehen trotz des Sieges heute am Anfang und sind noch ein relativ kleines Licht trotzdem noch. Von daher werden wir immer was mitnehmen in jedem Spiel. Das ist das Schöne daran. Und ich glaube, da werden wir uns auch konstant weiterentwickeln die nächsten Jahre. Ja, Stimmung war top. Zwischendurch haben die Holzpfosten-Jungs aus Schwerte ein bisschen mehr Stimmung gemacht als die Hamburger. Ich hoffe, das wird Dienstag dann ein bisschen besser. Aber trotzdem war das überragend. Gänsehaut, durchgehend Gänsehaut.